Willkommen, meine lieben Leute, zurück zu einer weiteren Folge hier bei Batman Arkham Knight. Ja, nach vielen Herumrätseln, nach vielen Trophäensammlungen und nach vielen Kopfschmerzen habe ich es nun endlich geschafft, alle bis auf ein Rätsel von dem Riddler zu lösen. Ja, ihr habt schon richtig gehört, wir stehen kurz vorm Finale vom Riddler. Und ihr könnt nochmal genau sehen, es gibt insgesamt 243 Rätsel zu lösen. Ich habe 242 Rätsel gelöst. Warum mir einer fehlt, das erkläre ich euch jetzt. Denn laut Karte befindet sich genau hier mitten im Waisenhaus ein Rätsel. Dort seht ihr auch noch in Klammern im Gebäude. Und das heißt, wäre ich jetzt im Gebäude reingegangen, müsste ich weiter mit der Riddler-Mission machen, weil Catwoman sitzt schon seit langen Zeit dort drin und es wird schon so langsam Zeit, mal sie zu befreien. Es wurde auch jetzt mal so langsam Zeit. Ja, ich würde sagen, retten wir Catwoman und dann besiegen wir den Riddler für ein und allemal, weil seine kranken Spielen habe ich echt satt. Ach, da ist sie ja schon. Ach, die Arme. Perfekt. Seit du den letzten Kurs verlassen hast, hat er dir nichts gesagt. Du stößt auch jeden vor den Kopf, oder? Sie fragen nie höflich genug. Na schön. Final Exam. Das letzte Spiel vom Riddler. Mal schauen, was wir diesmal machen müssen. Das war's. Noch durch einen Ring springen und ich bin frei, um Gotham auszurauben. Du weißt schon, sicherstellen, dass alle rauskommen. Zuerst checke ich die Museen. Ah, da hat das kleine Miezekätzchen schon Pläne vor. Das Riddler-Viereck. Ein Rätsel, das Einflüsse von Zauberwürfeln des 20. Jahrhunderts und von Folterinstrumenten des 15. Jahrhunderts vereint. Wenn Eddie wollen würde, dass wir Schach in Lebensgröße spielen, hätte er uns mehr Figuren geben sollen. Ich denke nicht, dass das der Plan war. Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Und zwar, ja, ihr könnt schon sehen, wir können schon leicht durch. Nicht, dass wir reingehen. Das kann nur die gute alte Catwoman. Es wird einen Weg hineingeben. Ja, wie gesagt, die Spielregeln sind ganz einfach. Wir müssen quasi nur versuchen, dass dieser Laser einfach mitten durch das Loch zeigt. So, das müssten wir eigentlich ganz leicht locker hinbekommen. Ich schätze mal, wenn Catwoman jetzt dort steht und Batman quasi genau hier feuert. Dann wechseln wir nochmal. Catwoman steht dann hier auf diese Plattform. Und so müsste es gehen. Jawohl. Lass uns gleich zum Punkt kommen. Oh Gott, war doch sowas von klar. So, aber es gibt so einen netten Trick. Pass mal auf. Zack. Ich bin außer Gefahr. Also, da war der Riddler aber nicht so schlau. Verdammt. Das soll ein Rätsel sein, Eddie? Also wirklich. Man gewöhnt sich dran. Wah, Anfängerglück. Intensivieren wir das Ganze. Okay. Mal schauen. Aha, ja. Einen haben wir schon mal. Fehlt nur noch den zweiten. Der könnte wahrscheinlich so gehen. Na, verdammt.
Ja. Und Catwoman muss nur noch auf diese Plattform und dann hätten wir es wieder mal geschafft. Ihr seht, es ist relativ sehr, sehr einfach, wenn man ganz genau nachdenkt. So, schnell rüber zu Catwoman. Schnell rüber. Und dann haben wir das Spiel wieder ausgetrickst. Ach ja, Batman. Was machst du heute noch so? Ich habe gehört, du versuchst Scarecrow aufzuhalten. Naja. Ich bin erstmal hier froh, dass ich hier erstmal raus kann und die dämliche Halskette loswerde. Das ist immer noch kein Rätsel, Eddie. Du hast es nur noch nicht herausgefunden. Das ist es, Cynthias. Das letzte Rätsel. Okay. Einmal. Zack. Dann. Ja, okay. Könnte jetzt, glaube ich, ein bisschen knifflig sein. Obwohl. Nee, halt. Halt. Nee. So. Der muss so. Catwoman muss kurz die Plattform weg, davor weggehen. Dann einmal so. Ja. Okay, jetzt haben wir zwei Löcher. Ich würde mal vorschlagen, so. Dann muss Catty. Oh, scheiße, Moment mal. Okay, jetzt muss ich mich echt überlegen. Was ist, wenn ich hier drauf gehe? Aha, Rätsel gelöst. Easy peasy. Erledigt. Der Schlüssel ist beim Eingang. Los. Oh, du kleiner Charmeur, du. Warte kurz, damit ich mich fangen kann. Naja, ich weiß, klingt jetzt sehr, sehr unpassend, aber naja. So, na komm, her mit dem Schlüssel. Ich will endlich frei sein. Ich habe endlich die Freiheit verdient, meine Fresse. Wärst du so freundlich? Weißt du, was das Schlimmste daran war? Sie sah billig aus. Also, mein Hübscher, worauf warten wir? Na, endlich! Wurde auch so langsam mal Zeit. Ach, Catty, da freust du dich aber wirklich, dass du jetzt endlich frei bist. Ah, okay, dann nichts wie raus hier auf diese verdammte Schrottbühne. Schrottbühne? Ich würde eher sagen, Schrottgebäude. Evakuiert oder stehen die Villen auch leer? Scarecrow hat die ganze Stadt bedroht, Selina. So eine Tragödie. Dann rette mal die Welt. Ich passe auf, dass Bruce Wayne seine Türen verriegelt hat. Viel Glück dabei. Da stimme ich Batman zu. Viel Glück, Selina. Wenn du nicht selber einsehen willst,
dass du deinen offensichtlichen Meister gefunden hast, werde ich mich auf dein Niveau herabbegeben und dich zwingen. Alter, der kam plötzlich hinter dieser Tür? Also wie passt er denn da bitte schön? Also wie ist er bitte schön da durchgekommen? Ohne die Tür aufzubrechen. Hier gibt es genug, such dir einen aus. Hier wird nur Asche bleiben. Nur für dich. Ich atomarisiere dich. Ach du Scheiße. Genug! Das ist würdelos. Du bist würdelos. Willst du das zu Ende bringen, Detektiv? Die Ehre musst du dir verdienen. Löse jedes einzelne Rätsel in dieser Stadt. Dann kämpfe ich, Batman. Aber keinen Moment eher. Wir können dich auch einfach hier lassen, Eddie. Los, Batman. Die Mieze will etwas Spaß. Tja, das war doch sowas von klar. Okay, so, Catty. Dann gehen wir kurz rasch schnell raus. Du hast hier die Freiheit wirklich verdient. Oh, frische Luft, Freiheit und Dunkelheit. Perfekt. Wie sollen wir das feiern? Ich kenne ein paar arme, hilflose Museen. Aber andererseits kenne ich auch ein paar Hotels. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Es gibt noch einiges zu tun. Natürlich gibt es das. Du weißt echt, wie man die Stimmung versaut. Nimmst du dir auch mal eine Nacht frei? Ziehst du dir auch mal den Anzug aus? Nicht in einer Nacht wie dieser, Selina. Das ist mein Leben. Schön. Ich schaue mir mal ein, zwei Kunstgalerien an, während die große böse Fledermaus beschäftigt ist. Willst du dich nicht bedanken? Warum? Ist doch dein Job. Okay. Ja, ich würde vorschlagen, machen wir doch direkt mal weiter mit dem Riddler. Ich kann Nigma nicht auf freiem Fuß lassen. Ich hole mir seine Trophäen und bringe ihn hinter Gitter. Ja, und ein Rätsel, wie gesagt, befindet sich hier in sein schreckliches Waisenhausgebäude. Okay, wir müssen zurück in den gleichen selben Raum, wo wir gerade waren. Es ist irgendwie total hier einsam ohne Selina. Eine seltsame Vorrichtung zwangst du über das Köpfchen rein. Die Belohnung ist Strafe, Erniedrigung und Pein. Ja, und zwar hier gibt es eine kleine Geheimtür. So, nee, dafür brauche ich meinen Hacker. Okay, Passwort, Passwort. Was könntest du sein? Mysteriös, bestimmt. Es muss irgendwas mit Mister. Mister Plan, okay. Mister Plan. Aha. Nein, Batman, du liegst weiter neben. Weiter. Wie Objekt zu klein. Also alle gelöst. Tja, tja, tja. Was für ein kluger kleiner Detektiv du doch bist. Alles klar. Oh Gott, jetzt redet er noch hier. Überschätzen, wie dumm du in Wirklichkeit doch bist. Komm zurück ins Waisenhaus, Detektiv. Dann zerlege ich dich wie einen schwachen philosophischen Standpunkt. Ja gut, ich bin schon im Waisenhaus. Ich muss jetzt nur noch an diesen Ort zurückkehren, wo er gerade runtergefahren ist. Und überall sehen wir seine Geheimpläne.
Ja, er hat schon richtig viele Pläne gemacht und das Teil kennen wir schon sehr gut aus dem letzten Teil von Arkham City. Ah, ja gut, hier hat er anscheinend seine Roboter gebaut. Sehr interessant. Äußerst interessant. Ja gut, dann nichts wie weg hier. Ich will das schnell hinter mir haben. So, pass auf, Riddler. Ich komme. Es wird Zeit, ein Ende für dich zu bereiten. Nun, dunkler Ritter, du hast dir das Recht erkämpft, durch meine mechanischen Hände zu sterben. Damit alles klar ist, ebenbürtig sind wir auf keinen Fall. Du hast nicht den Hauch einer Chance auf den Sieg. Könnte ich doch nur behaupten, diese einseitige Rivalität hätte mich intellektuell stimuliert. Aber ehrlich? Ich langweile mich schon zu lange. Dein Tod wird mir gestatten, mich anderen Dingen zu widmen. Erbaulichere Taten. Ey, wie gemeint, der färbt die ja alle rot. Niemand wird dich vermissen. Ey, der schummelt! Wie gemein, ey! Dafür ist der Dank! Welche Farbe soll es sein? Blau! Ich hätte gerne blau! Danke, Batman, dafür, dass du mir beigebracht hast! Und es besiegt! Übertroffen! Und bist mein! Ja gut, und was jetzt? Die sind ja alle rot! Ich kann den hier nicht schlagen! Sorry, Eddie, aber für mich sieht das nach Schummeln aus. Danke, Cat! Nein! Was machst du denn hier? Das ist nicht dein Kampfratze! Eddie, Liebling, du hast mich doch eingeladen. Schon vergessen. Ich bin an den Stuhl gefesselt. Du hättest nicht... Ein Rätsel! Und du tust so, als wäre ich undankbar. Und vollkommen rot. Sie hat echt einen Roboter geküsst, okay. Schlag nochmal! Hallo, ich will den Doppelmodus ausschalten. Dich schlagen. Ah, jetzt können wir ihn attackieren. Na, warte. Du kleiner, fieser Mistkerl. Kratz, kratz und kralle. Nein, nein, nein. Mein Plan. Mein Plan. Dein Plan ist sowas von schief gegangen. Du hast versagt, Detektiv. Kommst du mit? Halt es aus! Kannst du mithalten? Oh, wie böse dieses Rätsel löst! Oh, wie oh, Alter! Es sind so viele Rote! Ich bin der Beste! Ich bin der Riddler! Ja, du bist der Riddler, aber du bist nicht der Beste! Schick noch mehr! Ja, genau! Direkt vor meinen Augen! Mann, nein! Ich hab echt meinen Move versaut. Wow, ich kann einen roten schlagen? Wie geil! Habt ihr es gerade gesehen? Ich habe einen roten geschlagen. Du solltest es nie so weit schaffen! Tja, da staunst du. Ich kann hier doch alles machen. Okay, das war echt lame von dir. Okay, jetzt muss wieder Catty, Catty, Catty. Ich bin unbesiegbar. Es war perfekt. Mein perfekter Sieg. Los doch. Zeit für eine Erinnerung. Oh, schon wieder. Immer muss ich den verdammten kleinen Move verkacken. Stopp dich auf.
triumphale Fahrwahl. Du bist zu gut zu mir. Diese Farbe steht dir besser. Also, ich mag gerne Rot. Kommst du mit? Nein! Oh Gott! Alter, das hast du schon gefragt. Versuch mitzuhalten. Das kann nicht sein. Ich hatte den strategischen und taktischen Vorteil. Oh nein, verdammt. Ja, ich hab alle Rätsel gelöst. Erstaunst du? Oh, Alter, der mit deinem riesen Laser. Na warte. Es ist Batman-Zeit. Auf die Fresse, komm. Jawohl, wir haben ihn. Das hat gesessen. Danke, Selina, für die Rettung in letzter Sekunde. Das war sehr heldenhaft. Alles war unter Kontrolle. Sicher war es das. Jetzt sei eine gute Maid und küss deinen strahlenden Helden. Benimm dich. Du spielst ja gar nicht mit? Nein, nicht mehr. Und was soll das bitte heißen? Das ist das Ende, Selina. Es heißt, wir können nicht. Ich kann nicht. Ich sehe dich doch wieder. Oder? Niemand wird das. Gotham braucht etwas anderes, etwas Härteres, das es verteidigt. Einen neuen Mythos. Eine Legende, die stärker ist, als ich es jetzt sein kann. Eine Legende, die nur aus Batmans Asche auferstehen kann. Manches kann man nicht allein tun, Bruce. Aber manchmal muss es sein. Ruf, wenn du mich brauchst. Nein. Ich weiß. Ich wollte es nur gesagt haben. Alles klar. Dann nichts wie hin ins GCPD. Was passiert mit mir? Du bist doch der Klügste, Edward. Das findest du sicher heraus. Nein, Betrüger! Catwoman hat betrogen! Sie hat meinen Sieg geklaut! Ich hatte von Anfang an verloren. Das ist selbst nach deinen Regeln kein faires Spiel. Es war fair, dass du unfähig bist, die mehrphasige Verschlüsselung der Roboter zu knacken, ihr spezielles Betriebssystem zu dekompilieren und sie mitten im Kampf umzuprogrammieren, heißt nicht, dass du Hilfe holen darfst. Du brauchst Hilfe, Nigma. Ich brauche niemals Hilfe mit irgendwas. Raus mit dir, Enigma. Ich hätte mich selbst doppelt so schnell hergebracht. Verrat mir mal das. Was ist grün, stolz und wurde so richtig vermöbelt? Wie überaus amüsant. Ich werde keinen Anwalt benötigen, Sie emporgekommener Wachhund. Ich werde mich selber verteidigen. Vergiss nicht, du Nervensäge.
Jedes Rätsel, das du löst, gibt mir ein paar mehr Informationen über dich. Bald habe ich eins für dich, das dich umbringt. Gut für dich, Betsy. Ellie braucht keine psychiatrische Hilfe. Nein, nein, nein! Verprügel ihn und sperr ihn ein. Das ist die beste Medizin. Tja, da sitzt nun der grüne Fragezeichenmann endlich nun hinter Gittern. Wurde auch endlich mal Zeit. So, und das heißt auch wiederum, wir können in der nächsten Folge weiter mit der Hauptstory machen. Meine Fresse, und ja, ihr seht schon 90%, und das heißt auch, wir nähern uns Richtung Finale. Alles klar, ja, natürlich, jetzt fehlen nur noch die Türme und die Bomben werden wir wahrscheinlich erst in der übernächsten Folge weitermachen können. Und dann geht der Kampf gegen Deathstroke weiter und dann erleben wir wirklich das Finale von Batman Arkham Knight. Ja gut, das Coolste ist, wir sind ja schon GCPD-Gebäude, wir könnten ja theoretisch schon mit Oracle sprechen, aber wie gesagt, Leute, das Ganze erst in der nächsten Folge. Die Folge ist dann auch leider hier vorbei. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like da oder schreibt doch wenigstens einen sehr netten, positiven Kommentar, denn das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ich sage natürlich danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Batman Arkham Knight. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss!